Nun, was denkst du? Naturwunder wie dieses kriegst du nicht jeden Tag zu Gesicht. Lass dich nicht zu sehr ablenken. Wir haben viel vor uns. Die Stiftung möchte, dass wir für ihre Sauber- und Grün-Kampagne einen neuen, umweltfreundlichen Park bauen. Zum Glück haben sie schon ein paar Solarzellen in dem Gebiet aufgestellt. So als Starthilfe. Ja, das stimmt. Die Stiftung engagiert sich für einen Wandel. Aber ich weiß nicht, warum sie das bei einem Vergnügungspark machen. Ich sehe einfach nicht, wie ein profitorientiertes Projekt gleichzeitig ökologisch nachhaltig werden kann. Das wird die falsche Botschaft aussenden. Keine Sorge, Adriana. Wir schaffen das. Wir können sogar natürliche Ressourcen für Holzachterbahnen verwenden. Da würde ich jedenfalls die Axt ansetzen. Meine Güte. Es geht hier doch nicht nur um Achterbahnen. Was ist mit dem Lärm? Von dem vielen Müll ganz zu schweigen. Mit Entschlossenheit und einem guten Team von Hausmeistern begrünen wir den Laden hier im Nu. So, hallo und herzlich willkommen zu Planet Coaster 2, zu unserer nächsten Mission. Genau das Richtige. Wie ihr gehört habt, wir müssen einen Freizeitpark bauen, der wo ökologisch Vorreiter sein soll. Und jo, ich freue mich tatsächlich drauf. Die letzten Missionen, weiß ich, waren beim letzten Mal nicht optimal, aber es kam vor ein paar Tagen ein Hotfix raus und das hat tatsächlich ein paar Probleme beseitigt, die wo ich kritisiert habe tatsächlich in den ganzen anderen Missionen. Und ihr werdet es merken, ich werde es noch nicht viel verraten, für die Leute, die wo es noch nicht angeguckt haben, welche Hotfix gekommen ist, einfach mal mitgucken. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, weil in unserem Freizeitpark haben wir, so wie ich das verstanden habe, noch gar nichts irgendwie. Das ist alles brach. Jo, hier gibt es einiges zu tun. Was kann man kaufen? Das kann ich kaufen, das kann ich kaufen. Ich habe im Besitz quasi nur dieses eine Gedümpel hier, dieses kleine Grundstück da. Und das war's. Sonst kann ich tatsächlich kein Land kaufen. Was haben wir sonst noch? Ganz kurz die Aufgaben würde ich mir mal kurz angucken wollen. Und zwar hier die Ziele haben wir. Stell Mitarbeiter Techniker ein Servicegebäude soll ich bauen, Workshop. Und öffne ein weiteres Servicegebäude-Workshop. Okay. Holzachterbahn erforschen. Haben wir schon gemacht. Besitze eine Holzachterbahn. Werden wir natürlich auch machen. Und die anderen kann ich noch nicht angucken. Gut. Dann machen wir das Ganze einfach mal. Die Gäste, sie stehen eigentlich da. Sie wollen rein. Aber wir haben leider noch kein Fahrgeschäft. Aber ist egal. Jetzt machen wir halt... Moment, stopp. Hausmeister, war das hier. Wir brauchen einen Hausmeister, wir brauchen einmal einen Techniker und dann brauchen wir ein Servicegebäude-Workshop. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach hier, Frontier Workshop. Da müssen wir quasi gucken. Kreationen werden geladen, aber ich habe keine Workshop-Attraktionen. Sollen wir das hier machen? Geh zur Kreation. Machen wir hier mal kurz auf Abonnieren. Mal kurz gucken, ob das richtig ist. Mein Workshop. Achso, ja, okay. Ich habe hier tatsächlich noch gar nichts. Wie kann ich jetzt die Kreation bauen? Wo habe ich hier mein Raster? Warte mal. Hier haben wir ein Herzchen. Da geht's nicht. Deine Kreationen. Workshop. War das hier Workshop? Wikinger Personalservice, große Hütte. War das das Workshop-Gebäude? Ich denke nicht. Das hier war's. Achso, nee, halt, stopp. Das war wieder das gleiche Gebäude. Das wollte ich tatsächlich jetzt nicht. Hier, das hier ist das Workshop-Symbol. Jawohl. So delightful. Dann machen wir das Ganze auf alle Fälle mal kurz hier seitlich mit dazu. So an den Fußweg ein bisschen andocken. Geländeweg? Nein! Zählt das nicht als Servicegebäude hier? Okay, das zählt tatsächlich nicht. Ich brauche tatsächlich ein Servicegebäude.
Aber, also, warte mal ganz kurz, ich möchte einfach mal schnell gucken und testen. Aber ich soll ja keinen Blueprint nehmen, sondern ich soll ja tatsächlich wirklich vom Workshop was nehmen. Ah, sowas mag ich ja tatsächlich gar nicht, so Workshop-Dinger. Ich baue es lieber immer gerne selbst. So, stöbern. Was kann ich hier... was kann man hier suchen? Dienstleistungen, hat er gesagt, sollen wir nehmen. Und bestätigen. So, ich glaube, ich nehme jetzt einfach schnell irgendeins, damit wir das... damit wir die Aufgabe quasi hinter uns haben. Hawaii Pool Cocktail Bar. Ist natürlich auch interessant, gell? Na komm, weißt du was? Wir nehmen die hier mal. Lade herunter. Installiert. Perfekt. Ach du Heiliger. Warte mal. Wie soll ich denn das hier mit anschließen? Das müsste ja eigentlich... Ich glaube, das war nicht richtig. Gehen wir mal ganz kurz schnell zurück. Servicegebäude hier, weil der dockt ja hier an den Wegen gar nicht an. Ich glaube nicht, dass das richtig ist, Leute. Ich glaube es nicht. Ich baue jetzt einfach mal kurz das hier. Mein, wahrscheinlich falsch, ja, aber... ja, gut. Das zählt nicht. Also wir müssen definitiv hier vom Workshop irgendwas runterziehen. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwas finden, was man auch vernünftig aufstellen kann. Ich meine, ich habe ja eigentlich gerade schon den, die Kategorie hinzugefügt, so. Dienstleistungen. Er hat aber nicht gesagt, was genau, gell? Oder hat er... warte mal kurz. Gästedienstleistung. Ich glaube, er hat nichts gesagt. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Nehmen wir mal hier das Teil hier einfach kurz. Stuffhouse. Wenn möglich, setze ich den kurz dahin. Ich reiße die Kiste danach sowieso wieder ab. Hä? Warte mal, Leute, bin ich doof? Das hier ist Workshop. Nein! Leute, es tut mir wahnsinnig leid. Ich bin ein Vollpfosten. Hier, Workshop. Ich soll einfach nur sowas bauen. Also ich muss gar nicht in den Workshop. Das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend für mich. Aber gut. So haben wir es jetzt natürlich auch geschafft. Den Rest lasse ich aber trotzdem stehen. Besitzt ihr eine Holzachterbahn? Irgendwas Kompaktes wäre gut, gell? Sollen wir sowas dabei einfach mal kurz setzen? Ja, würde ich machen. Ich setze die Bahn dahin. Ich glaube, dass wir damit ganz gut fahren können, wenn mich das Spiel lässt. Ich kann hier nicht gebaut werden, kann nicht gebaut werden. Bin ich hier außerhalb vom Parkgelände? Ah ja, bin ich. So, habt ihr gesehen? Mein Fehler. Ah, der Fußweg, den, warte mal, ganz kurz, den setzt er jetzt quasi hier unten drunter, das ist dann natürlich schlecht, aber so müsste es eigentlich ganz gut funktionieren. Haben wir irgendwas, was im Boden reinhängt? Nö. Gut. Einmal Holzachterbahn auf, dann brauchen wir natürlich noch Fußwege, die machen wir jetzt zuerst noch dran, bevor wir eröffnen. Und zwar einmal hier den Naturweg in Sand. 12er Weg ist natürlich ein bisschen arg krass, glaube ich jetzt, oder? Nö, eigentlich nicht.
gut, ja, egal. Dann lassen wir das Ganze so. Ich hätte tatsächlich hier aber ganz gerne dann auch hier diesen cool. Achso, die haben einfach eine Bretter drüber gelegt. So kleine Stolperfallen. So. Okay. Dann ist das verbunden. Wir haben hier zwei Züge. So, einmal kurz Stimme weg. Wir haben hier zwei Züge. Und ich brauche Strom. Das sollten wir hinbekommen. Wir werden jetzt dann tatsächlich hier einmal kurz diesen Stromverteiler nochmal kurz setzen. Dann können wir das rüberziehen. Oder Stromverteiler heißt ja hier. Machen wir dahin. Und verbinden kurz. Wo haben wir... Ah, hier oben ist unsere ganze Stromversorgung. Okay. So. Ich weiß ja gar nicht. Muss ich diese Dinge... Warum brauche ich hier eine Verbindung zum Strom? Für die Gates? Weil die... Mitarbeiter, genau. Die Gäste kommen ja trotzdem rein. Alter, dieser Drop ist... Ja, wobei gar nicht so unlogisch. So, dann lassen wir die jetzt erstmal kurz abziehen. Und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Beziehungsweise, ich kann ja in der Zeit mal schnell vorspulen. Ist ja nicht so. Beziehungsweise muss ich gar nicht. Moment. Ich kann ja trotzdem vielleicht sogar... Ja, kann ich. Attraktionen bauen. Ich würde es tatsächlich ziemlich cool finden, wenn wir das so machen. Nicht genug Geld. Das ist natürlich kritisch. Und ich generiere aktuell natürlich auch kein Geld wegen der Achterbahn und so. Die ist gerade noch im Testmodus. Dann müssen wir vielleicht doch ganz kurz schnell warten, bevor wir die nächste Attraktion bauen. Wird nach Eröffnung automatisch eingestellt. Achso, Mitarbeiterzuweisung. Zack. Schon besser. Atme diese klare, frische Luft ein. Sei nicht zu voreilig, Oswald. Ich glaube nicht, dass das schon ausreicht, um die Stiftung zu beeindrucken. Warte ein wenig und der Park blüht auf. Wie ein kleines Blümchen. Du wirst schon sehen. Yay! Brustziel abgeschlossen. Das war tatsächlich eigentlich ziemlich leicht. Einmal einen Imbissladen brauchen wir. Würde ich feiern tatsächlich, allerdings hier unten. Ich mache jetzt hier unten auch nochmal was hin. Da nehmen wir auch wieder einen Blueprint, würde ich mal sagen. So, hier so ein bisschen Wikinger-Style macht das Sinn. Ja doch, das passt jetzt zu diesem Holzverschlag dazu, doch. Die Frage ist nur, was wollen wir zu essen? Sushi? Hier haben wir auch wieder Meer, gell? Oder zumindest ist es ein See. Ja, ist ein See. Aber auch da kann man natürlich Fische herholen. So. Nein, weißt du was? Ich mache jetzt tatsächlich einmal Pizza. Und zwar hier Gebäude. Dann können wir da gleich den Pizzaladen hinzufügen. So. Gut. Aber ich habe hier keine Verbindung zum Weg. Den hat er jetzt nicht automatisch gelegt. So. Auch kein Strom? Hä? Geht der nicht so weit? Oder habe ich zu wenig insgesamt? Warte mal ganz kurz, wo kann ich das nachgucken? Nein. Ganz knapp geht's nicht. Wenn ich jetzt den hier anklicke, kann ich den mit duplizieren? Ah, das geht. Okay. Dann müssen wir einfach hier daneben nochmal kurz einsetzen. Ist halt blöd gelaufen, aber naja. Ist halt so. Hallo? Natürlich brauchen wir auch einen Getränkestand.
Ich würde vielleicht tatsächlich das Gebäude hier daneben nochmal setzen, so. So. Nehmen wir hier nochmal Gulpi. Nein! Selbst erstellen. Aber schon hier in diesem Raster, bitte. So, trinken. Trinken, trinken, trinken. Hier. Ach, nehmen wir wieder das hier. Automatisch stapeln. Na, das ist, geht hier nicht. Und automatisch Fußweg zusammenfügen macht er tatsächlich an der Stelle auch nicht. Dann müssen wir da auch nochmal ein kleines bisschen nachhelfen. Oder hat er doch verbunden? Na, er hat verbunden, ne? Hat er. Okay. Dann bin ich schon leise. Und, ah, was mir gerade einfällt. Moment. Wir brauchen natürlich ganz klar einmal ein bisschen, halt, selbst erstellen, Mülleimer. Sonst zieht es hier nämlich gleich aus. Wie am Schlachthof. Und die Gäste gehen nicht in die Achterbahn. Das ist tatsächlich jetzt dann die Frage, warum? Warum gehen die Gäste nicht in die Achterbahn? Ist sie ihnen zu teuer? Angepasst, Schnäppchen. So, mal kurz gucken. Gehen wir mal schnell auf Schnäppchen. Auf Schnäppchen, dann kommen die Gäste. Perfekt. Dann können wir hier wieder ein bisschen Geld generieren. Wir brauchen nämlich eine Toilette noch. Guck mal an, ey, schön. Und da sind wir tatsächlich schon mal bei dem ersten Punkt. Beim Hotfix, da ging es jetzt tatsächlich nicht nur darum, dass die Gäste längere Warteschlangen für Rutschen in Kauf nehmen, sondern insgesamt auch für Achterbahnen. Ich habe die anderen Parks, alle drei, habe ich nochmal geöffnet und habe die alten Gäste rausgelassen, weil es ging tatsächlich nur mit neuen Gästen. Die alten, weiß ich nicht, wie das zusammenhängt, da ging es nicht. Und die sind dann teilweise aus der Queue-Line rausgestanden und haben sich hier noch vor der Queue-Line aufgestellt. Fand ich super lustig. Yeah, der erste Zug mit Gästen wahrscheinlich. Hatten wir schon Gäste? Nein, null. Ja, perfekt. Und schon bekommen wir unsere ersten Einnahmen. Schau mal, und hier, wir generieren auch tatsächlich dann schon mal ein klein wenig Geld. Dann, lasst uns hier weitermachen mit den Toiletten. Da würde ich aber wieder eine Blaupause nehmen und vielleicht tatsächlich sogar auch wieder das gleiche Gebäude. Weißt du was? Wir setzen das Ganze auch hier hin. So, gut. Ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, so, hö, warum baust du nicht selbst? Ja, weil es Missionen sind. Missionen habe ich tatsächlich noch nie so die Energie reingesteckt. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof auch, aber ja, das geht tatsächlich nicht. Aber Missionen, die machst du fertig und dann... Ah, da sind die Gäste laut. Die machst du fertig und dann... Ja, dann war es halt so, ne? Und guck mal, siehst du? Jetzt ist so, die Schlange, die füllt sich. Mal gucken, wie weit die jetzt dann gleich rausstehen. Und ich hatte tatsächlich bei Mission 2 die Holzachterbahn. Genau, bei Mission 2 die Holzachterbahn. Da sind sie auch rausgestanden aus dieser Mini-Queue-Line. Und da standen sie, weiß ich gar nicht, ich glaube 26 Minuten oder 36 Minuten stand irgendwie mit dabei. Also schon auch irgendwo realistische Werte tatsächlich. Eieiei, okay. Also ich brauche definitiv noch eine andere, besitze ein weiteres Landgebiet. Achso. Machen wir, aber erst wenn wir Geld verdient haben. Das ist gerade Fokus. Ich würde tatsächlich dann einmal das Fahrgeschäft, wenn es, oh, geldtechnisch funktioniert. Das macht es aber nicht. Kann ich hier irgendwas... Achso, wir sind immer noch bei Kapitel 2. Da gab es nichts mehr zum Forschen. Dann
müssen wir leider mit dem auskommen, was wir jetzt gerade haben. Aber ich kann da weit zumindest ein paar Bänke setzen. So, hier einmal ein bisschen ein kleines Schiffchen. Total die coole Bank. Alter, es ist alles so wahnsinnig abschüssig hier irgendwie. Und hier kannst du nirgends eine Bank, außer hier, mitten in den Weg setzen. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor. Ich würde mal eine Bank zum Sitzen machen. Das Ding hier, da, das verschieben wir kurz. Das setzen wir da rüber. Dann müssen die Gäste hier nicht durch das ganze Gestrüpp durchlaufen. So, perfekt. Setzt euch hin, macht Pause, Leute. So ein Tag Freizeitpark ist anstrengend. Speziell mit einer Achterbahn und einem Haufen Gäste, die wohl keinen Platz haben. So, jetzt müssen wir tatsächlich erstmal, ja, warten eigentlich. Umsatz generieren, Dinge hier, wer ist das denn, Darlehen aufnehmen, möchte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch gar nicht. Weil jetzt haben wir auch einen Haufen Zinsen irgendwie drauf, will ich nicht. Hier die hintere Reihe, die zieht dann schon ganz schön durch, ne? Aber es sieht tatsächlich ultra langsam aus. Okay, der fährt einfach konsequent durch. Was könnten wir... Warte mal, einmal ganz kurz gucken. Die Gäste, was sagen die Gäste? So, die Warteschlange ist voll. Ja, das ist klar. Der ganze Müll macht mich unwohl. Haben wir natürlich immer noch. Ich kriege langsam Durst und ich würde gerne auf eine Toilette. Ja. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht verstehe, wegen dem ganzen Müll, weil ich habe doch wahnsinnig viel Mülleimer aufgestellt. Und ich sehe ehrlich gesagt auch keinen Müll. Haben die hier Müll hingeworfen? Nö, auch nicht. Aber wir steuern trotzdem mal so ein kleines bisschen dagegen und stellen hier nochmal ein paar Mülleimer auf. Wikinger Mülleimer, hier, nehmen wir den hier nochmal. Den. Ach, da war ich schon. Sollen wir hier auf die Seite, halt, das habe ich wieder zugemacht, sollen wir hier auf die Seite vielleicht auch nochmal solche Tische mit dazu setzen, wenn wir dürfen? Okay, hier ist tatsächlich kein Platz. Hier möchte ich es jetzt ehrlich gesagt nicht hinmachen, weil da würde ich gerne dieses kleine Mini-Riesenrad hinstellen. Hier macht es auch keinen Sinn. Ja, na gut. Aber wenn ich jetzt nur hier vorne dieses kleine Riesenrad hinsetze, ist eigentlich auch komplett verschwendeter Platz, ne? Das ist viel zu groß. Weil ich habe nicht viel Platz. Ich weiß nicht, was hier oben noch alles kommt. Oder sollen wir das hier auf die Seite stellen? Wenn wir das hier... Weißt du was? Ich glaube, wir machen das hier hin. Dann können wir vielleicht da hinten nochmal irgendwie ein bisschen was anderes mit dazusetzen. Und eventuell, da muss ich auch noch ein bisschen spielen damit. Damit bin ich auch noch nicht gut. Wege bauen. Vielleicht können wir dann hier noch so einen Weg nach unten setzen. Oder ich habe keine Ahnung, was wir sonst noch alles bekommen.
Wie viel Geld brauchen wir denn? 2,9. Hier oben fehlt auch noch eine Toilette.